Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Together Total War Arena. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und ich bin nicht alleine. Viererparty da. Heute ist der Mörb auch mit am Start. Grüß dich. Hallihallo. Und dabei ist auch noch der Flex, den ihr vielleicht schon aus Mörbs Livestreams kennt. Salve und grüß Gott, liebe Bürger. Und mit dabei ist auch noch der Raumhydra, den kennt ihr bestimmt auch aus den Streams von Mörb. Ei, gute wie. Jetzt sind wir ja eine ziemlich illustre Runde. Ich spiele übrigens heute Tier 6, Leonidas, und ich bin Low-Tier. Die anderen mussten sich gewissermaßen an mich anpassen. Wie ihr seht, wir spielen Rubicon. Das ist eine für uns fantastisch, vielleicht jetzt nicht ganz so gut geeignete Map. Aber hoffen wir mal, dass wir hier was reißen können. Wir machen das Beste draus. Ich habe übrigens mir im Livestream, wir spielen gerade eben direkt nach meinem Livestream, mir die Jünglinge gekauft. Die haben sich da ziemlich gut performt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt hier auch so gut funktioniert. Ja. Ich mach mal Schilde hoch und lauf mal zu den Bogenschützen, um direkt mal ein paar Punkte zu farmen. Ich halte mich mal so ein bisschen auf Distanz, weil ich nämlich genau die Jungs nicht haben will. Oh Gott, wie viele Fernkämpfer die haben. Also richtige Bogenschützen. Da ist einiges am Start. Wir haben relativ wenig Kaff, ne? Das ist richtig. Wir haben nur diesen Wojtek, oder wie der heißt. Wojtek, ja. Wojtek. So. Eine Einheit abgestellt ins Camp. Oh, guck mal hier, der Jolo hat sich schon der erste... Ah, ne, dann läuft schon wieder zu. Der Peltas. Flex hat sich jetzt ja da sehe ich momentan nicht so den... Wir haben nichts so, womit wir wirklich Druck machen können, ne? Nee, eigentlich müssen wir sie kommen lassen bei unserem Setup. Ja. So, das ist... Die haben aber auch keine Arti, so wie es aussieht. Sonst hätte ich schon auf uns geballert, oder? Nein. Es gibt halt noch drei unbekannte Gegner, aber es ist unwahrscheinlich, dass die noch nicht geballert hätten in der Zeit. Jetzt eine ist Kaff. Kaff links, rechts meine ich. Ja, ganz rechts. Hm? Auf dem Watchtower steht noch was. Da kommen jetzt die ersten Bogies. Da kann der ich aber leider nicht ran. Ne? Warte mal, doch. Nee, da können wir auch nichts machen. Nee, Raumhydra, der trifft dich übel. Ja, ich zieh mich mal zurück. Ja, das ist das Problem mit den Tier 6er iberischen Rebellen. Die haben halt keinen Schildeheben, beziehungsweise keinen Schildwall. Die einzigen, die es haben, das sind die... Das ist mein typisches Germanicus-Spiel, mein typisches Arminius-Gameplay. Da kommt jetzt Kaff zur Base. Ich zieh mal meine Dreier Hopliten hier ab. Sobald ich Arminius spiele, ne, bin ich die ganze Zeit am Klicken, renne die ganze Zeit wie so ein aufgescheuchtes Huhn hin und her. Der Römer will wahrscheinlich jetzt durchs Center durch. Ich glaube, der wird ungeduldig. Ich will das ausnutzen. Ah, ne, der geht schon wieder in die Testudo. Wenn wir Glück haben, wastet sich einer der Kaff-Spieler, weil ihm langweilig wird und er nichts Besseres zu tun hat, als bei uns in die Base reinzurennen. Aber erstmal wastet sich hier ein Großteil unserer Kaff. Sollen wir jetzt mal Druck machen, ein bisschen pushen? Ich werde jetzt mal rüberwerfen und versuchen, die Dinge hier rauszunehmen. Ja, ich mache mal gerade mein Schildeheben aus und laufen wir mit dir ein bisschen mit. Unsere Feinde werden leiden. Dann können wir vielleicht unseren Kaff-Spieler so ein bisschen entlasten. So, ich ziehe mich mal zurück, bevor die mich jetzt kriegen. Ich mache mal wieder Schilde hoch. Oh, aua. Muss ich ein bisschen aufpassen. Oh, ich mache jetzt was Gefährliches. Oh Gott, von rechts kommt Kaff. Mach mal Beacon. Da hinten. Siehst du da? Ah ja. Der Typ will jetzt verteidigt werden, der aus unserer Base gerade rausrückt. Das ist ein guter Plan. Also jetzt so, nachdem wir weg sind, ne? Ja, also ich laufe mal noch ein bisschen nach vorne. Rennt sie um! Ich
versuche mal diese Wurfspeere da zu entfernen in der gegnerischen Base. Die sind, glaube ich, ein bisschen lästig für uns. Ja, ich bleib dicht hinter dir. Unsere Feinde werden leiden. Schießen! Schnell! Im Laufschritt! Hui. Hat er dich getroffen? Nee, ne? Du nö. Ich bin die ganze Zeit getarnt. Ich sehe immer aus wie ein Verbündeter für die. Der, Achtung, der schmeißt, der, du bist in Range, ne? Du musst den jetzt attackieren, genau, ja. Hau mal rein. Oh shit, warte, ich laufe ein bisschen vor. Dann soll der mich halt eben noch ein bisschen anballern. Ja. Ich habe das Problem. Wir müssen sie aufhalten. Oh nee, der. Oh, dieser Bogenart, jetzt läuft er zurück und lässt sich von der Kavallerie schlachten, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Wir beschießen unsere Verbündeten. Also wir kriegen das hin hier. Ja, ich glaube auch. Ich greife jetzt die Einpfählung an, die da vor uns steht, bevor da unser Team reinrennt, weil ich würde es ihnen einfach mal zutrauen, dass sie es tatsächlich tun. Ja, das sieht man immer wieder. Ui, der hält aber ganz schön was aus hier. Ach, das ist ein gepanzerter. So, der erste Typ ist schon mal reingerannt. So, dann machen wir die Phalanx, genau. Machen wir die Phalanx! die zerkloppen mich hier hinten. Du machst das bisher ganz fantastisch, weil wir werden das Ding jetzt wenigen Sekunden weggekappt haben. Sauber. Geschafft. Ausgezeichnet. Ja, gutes Teamwork auf jeden Fall. Ui. Altes beliebtes Raumhydra. Boah, Mann, ey. Da kann man aber froh sein, dass wir mit so einem Pro-Gamer hier zusammenspielen dürfen. Ne? Wie kannst du es wagen, so zu tun, als ob der Kerl gut wäre, der Astroball? Meine Güte. Ja, man muss doch wissen, wie es geht. Buffen bis das, zum das muss ein Fehler, das muss ein Fehler im Spiel sein. Das kann nicht sein, dass ein Astroball auf Platz 1 landet. Richtig, das geht ja mal gar nicht. So, ich bleib bei den Einheiten, ne? Ich will die bleib mal bei. Ja, warum nicht? Ja. Schauen wir mal, ob das auf einer anderen Map auch so gut läuft, wie gerade eben. Ja, jetzt kriegen wir nochmal Rubicon, Halleluja. Es geht noch bitte schlimmer. Nicht, bitte nicht. Es könnte auch Germanien kommen, ne? Wow. Nee. Die kommt erst ab 8. Nein, die kommt schon ab 6, aber nur selten. 7 kommt sie sehr häufig schon. Ich habe die noch nie ab 6 gehabt. Die schon? Aber das ist ähnlich wie kapitolinische Hügel auf 5. Was hast du gemeint? Wir müssen das auch nicht beschreien. Ich glaube an sowas nicht. Bam, passiert, scheiße. Ich fühle die Macht der Makoman. Das passt schon. Es soll ja noch eine neue Map kommen, ne? Richtig, ich tippe, also es hat ja geheißen, man soll raten. Also ich gebe gleich mal zu, ich habe keine Ahnung, aber aufgrund des Aquädukts würde ich sagen Rom. Aber wir haben doch schon Salerno als Stadtmap. Wie gesagt, ich behaupte, dass man, das, was dem Spiel komplett fehlt, ist eine komplette reine Stadtmap. Bäh, Oase, Igitt. Es geht doch noch schlimmer als Rubicon. Ja, ich hätte Rubicon gern wieder. Hihi. Rubicon, ja. Gut. Wurfspeere sind jetzt hier auch nicht so geil. Wobei du jetzt mit deinen Hopliten, wenn du jetzt über den Hügel gehst und wir dir folgen, kann das Spaß machen. Ja. Wir starten übrigens im Süden, ne? Also, wir können ja auf der rechten Flanke nach Norden vorrücken. Ja. Also ich glaube, das ist das, wo du mit den Speerwerfern am ehesten noch was reißen kannst, oder? Im Grunde ist es völlig egal. Ich muss halt einfach bloß hinter dir bleiben. Das ist alles. Geh auf die 9. Ich komme rüber. Ich folge dann Flex, Raumhydra und gehe dann hinter dich. Genau, ich stelle mal wieder eine Einheit ab. Ich würde sagen, wir kämpfen. Ins Cap. Der will unbedingt, dass du ihn beschützt, Raumhydra. No way. Soll sich einer von den anderen aussuchen.
Ja, der soll Center gehen. Der ist ja besser aufgehoben. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass es ja gut ist, dass er versucht, Mitspieler für seine Sache zu finden als Random, ne? Aber sich da unbedingt jetzt quasi einen aus der Vierergruppe im Match auszusuchen, ist dann eher eine ungewöhnliche Wahl. Ja, das muss man tatsächlich sagen. Denn man sollte davon ausgehen, dass eine größere Gruppe, so wie wir das sind, in der Regel einen Plan hat, den sie verfolgen wollen. Gut, jetzt wir nicht. Wir sind total planlos. Genau. Da ist ein Arminius, der durch die Mitte will. Oh, oh, oh. Hallo Flex, ich bin dein bester Freund. Das klang aber vorhin im Stream noch anders. Spaß, Spaß. Das ist der gute Ton bei mir im Stream, ne? Ja, ja. Da, wir hatten alle Spaß, glaube ich. Solltest du mal bei mir da sein. Oh nein, aua, der hat leichte Pile geworfen. Und Fäkalien. Er ist ein Äffchen. Da unten ist auch noch so ein, ne? Du pass auf, Merp, jetzt mal ohne Flachs, ne? Lass mal da runter gehen, schmeiß da zweimal Pila drauf. Okay. Rechte Seite. Da kommt jetzt Kaff durch. Dem wird irgendwann langweilig, der wird irgendwann ich komme mit. Halte die einfach nur ein bisschen auf Abstand, die sollen nur nicht so nah an uns rankommen. Wir haben hier ein schönes Überzahlgefecht, die zerschreddern mir doch super. Bin gleich da. Achtung, Kaff, Achtung, yo! Achtung. Ah. Ne, das ist einer von uns. Nein, das ist nicht. Doch keiner von uns. Ah, der war blau. LOL. Der war blau, der war bei mir blau. Ohne Witz, ich hab extra den Mauscursor drüber bewegt. Der war blau. Leute, ihr werdet es in meinem Video sehen. Der war blau. Ich hab mich gewundert, dass er nicht mich angecharged hat, ehrlich gesagt. Der muss dich kennen, ey. Der wird sich gedacht haben, den Gönner, den hole ich mir. Das war mein inneres Bedürfnis. Heute gönne ich mir mal einen Gönner. Das klingt so wie ein Bier, ne? Ja, genau. Ein Dosenbier übrigens, ne? Achtung, ich greife dir an. Ja, ich hab schon aufgehört. Lex, ich komm mal rüber. Aber deine Einheit hat aber auch keinen Bock mehr, sich wieder zu sammeln, oder? Ja, jetzt sammeln sie sich. Haha. Oh. Raumhydra! Komm zurück. Save my lucky ass! Vorsicht, Moment. Bums. Autsch. Das war's auch gar nicht, du. Ein bisschen was hab ich abbekommen. Ich hab zwei Zahlen gesehen und beide waren Gönner. Ich werf das nicht rein. Ah, warte mal, da oben ist der Kavallerist. Der kommt jetzt auch wieder. Genau, Vorsicht. Jo, der hat gerade eben gelitten. Festgestellt... Ja, also nochmal, also wenn er es nochmal geschafft hätte, dann hätte ich mich echt begraben müssen. Sondern den Motto einfach ausmachen, Spiel deinstallieren, tschüss. Dreh dich mal bitte um. Wir bekommen hier oben ganz unangenehm... Ja, den würde ich mir echt ganz, ganz gern holen, Flex. Komm, geh mal da hoch. Also Günther, wir sind oben, ne? Ja, warte. Was ist denn das? Hier unten kommt viel, Leute. Ist nicht so, dass da nichts mehr. Feuern! So ein 7er Fall. Warte mal, was ist denn jetzt mit Raumhydra? Der steht da aber noch so ein bisschen allein auf weiter Flur, ne? Ja, dem müssen wir jetzt helfen. Ich werf da jetzt runter. Bitte darum. Ah. Da kommt was, zack. Da schießt irgendwas in der Flanke, Flex. Schießt da ein Architektus auf uns? Nee, das ist kein Architektus, das ist irgendwie was Bognerartiges. Okay, Flex, gehst du durch, dann deffe ich jetzt wieder den Rücken. Schnell, wir greifen unsere Verbündeten an. Ich werf den mal in den Rücken da. Nee, oder? Nee, mach ich nicht. Das sind zu wenige. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, als dran vorbeizulaufen. Gerade, also... Ja, an der meinst du, an der Einheit hier, ne? Ja, wir sollten den Typen da jetzt aufreiben und dann wieder über die Flanke oben rumgehen, finde ich. Also, dass wir da so Richtung Center durchdrücken. Weißt du, wie ich meine? Mhm.
Oh, das ist ein Bogner im hohen Gras, ne? Hier. Ja, ja, den würde ich mir am liebsten snacken, aber das Problem ist, ich sehe ihn nicht. Mire, ich warte, ich laufe mal mit. Das. Ich laufe extra so, dass er mich hoffentlich nicht reichen, sieht. Um dich zu deffen. Ich habe nur noch 2 Einheiten, ne? Achtung, da kommt Kaff. Ah, der ist diesmal mein Freund, der Sensei, okay. Ich glaube, das erst, wenn ich sehe. Kann dir. Ja, ja, ich vertraue meinem Spiel jetzt nicht mehr, ne? Nee, würde ich auch nicht. So. Man fällt oft genug drauf rein. Ich heb mal meine Schilde. Genau. Wir liegen hinten, ne? Fast 100, bald 100 Punkte und so weiter. Ich bin schnell genug, um den wahrscheinlich einzuholen. Das wäre nice. Du musst mir nur 1 oder 2 Salben verpassen. Salven, nicht Salben. Du musst ihn vielleicht ein bisschen einsalben. Salbe. Ich werde den sowas von einsalben. Salben. Achtung, der schießt. Noch ein Bogner, ne? Oder, ah ne, das ist der. Jetzt kannst du einbecken. Ja, gut, okay. Achtung, da kommen jetzt die... Oh, Achtung, da kommt was aus der Wiese. So, dann machen wir das mal ganz einfach mit dem Herrn. Schaut mal, dass der da nicht irgendwie noch ein paar Speere platziert hat, ne? Ich gehe mal ganz, ganz schnell hier in die höhere Grasebene. Versuche jetzt rauszukriegen, wie ich auf die werfen kann. Na, auf die da jetzt vielleicht gerade eben mal. Ja, die drehen dir den Rücken zu. Das genau. Ist ein sehr schönes. Oh nein, Kavallerie. Au. Ich habe den nicht gesehen. Ne? Nee, der kam aus dem Nichts. Der kam aus dem Nichts. Jetzt werde ich auch komplett gesandwiched und auseinandergebaut. Ich versuche da jetzt rauszurennen. Aber das ist, glaube ich, vorbei für uns jetzt. Sheet. FML. Yep. Da kommt ja noch mehr. Wo kommen die denn alle her? Wow, ich habe schon den Leonidas-Skill angewendet und bin trotzdem geroutet. Ich habe versucht, dich noch zu buffen mit 10% mehr Moral, aber... Oh Gott, ja, ist klar. Die Kavalleristen haben auch echt kein anderes Hobby. Drehung. Unsere Männer kehren in die Schlacht zurück. Nicht verzagen, Leonidas fragen. So, jetzt route ich diesen Kavalleristen eben bei myself. Die, Bitch. Ja, das Problem ist, den kann ich nicht mehr routen. Hab ich zu wenig Männer für. Raserei an, das erste Mal. Ja, ändert bloß leider nichts. Nee, ich bin tot. Mein letzter Mann. Stirbt. Oh. Hat der es echt geschafft, hier einen so durchzupushen, ey. Ich fand's aber krass, wo die alle hergekommen sind, ne? Also da kam ja wirklich die halbe Armee gefühlt plötzlich hinter uns. Ja, ja. Und diesmal habe ich nicht mal die Ausrede Stream Snipe. Ich kann einen von euch noch geben. Nee, doch nicht. Ja. Ja, das letzte, was jetzt noch kämpft, sind eine Einheit von. Ja, nee, 2 Einheiten von Flex und eine von Günner. Mehr konnte ich nicht buffen. Das sind unfassbar viele. Ich hab nichts anderes gemacht als gebufft. Ach, ich habe echt keine Ahnung, wo die alle herkamen. Also, die müssen alle ja. Also, zuerst müssen die alle über die linke Flanke gerannt sein und dann wieder zurück. Aber dafür waren oder? Die zu schnell, also, die müssen ja gelauert haben, ne? Das war ja fast so, als ob die hier oben. Weißt du, als ob die hier oben. Ja, genau, die müssen hier oben gewesen sein, aber so von. Und dann lauern die natürlich nur drauf, dass wir hier hinlaufen und dann kommen die aus dem Center, kommen zurück, ne? Und die anderen kommen hier runter und dann sind wir gesandwiched. Also wenn das jetzt von denen abgesprochen war, wäre das meisterhaft gewesen. Ansonsten war das nur meisterhaftes Glück. Oh oh. Naja, also das könnte unser Germanicus-Kollege hier vielleicht sogar noch wuppen. Oh, er sollte sich jetzt nicht von hinten charge'n lassen. Oh Gott. Ja, mir fehlt halt auch der Kaff-Support, ne? Und Raumhydra kann da auch nichts machen. Er geht als Römer
Kampf, er hat halt keine Ahnung. Der steht allein auf weiter Flur. Ja, aber formierter Kampf gegen Römer. So ist es. Mit gepanzerten Legionären würde ich das aber auch machen. Da ist es völlig egal, Flex. Nee. Du verlierst 1:1 gegen Römer, wenn du vom Kampf hast. Das muss ich nochmal testen unter Laborbedingungen. Teste das. Was willst immer du stattdessen? Also du willst es einfach auslassen und dann? Er hat schon nicht Unrecht. Der formierte Kampf kann tatsächlich dazu führen, weil die sich dann wie eine Einheit die ganze Zeit hin und her drehen, dass du mitten im Nahkampf plötzlich versehentlich dir selber eine Flanke verpasst, weil sie sich plötzlich nach rechts drehen oder nach links. Okay, gut. Wenn du gegen Speere oder gegen Hopliten, gegen alles formierten Kampf anmachen, gewinnst du. Aber gegen Römer auf keinen Fall formierten Kampf anmachen. Ich habe so oft probiert, ich spiele so oft Römer. Und es funktioniert. Ja, Hydra, hilf mal unserem Kampfspieler. Der will, glaube ich, gerne die Bogner wegmachen und schafft das nicht, weil der Rocket den die ganze Zeit irgendwie weglockt. Sagen wir mal so, egal was Hydra macht, wir haben das Spiel verloren. Ja, da haben wir keine Chance mehr. Aber vielleicht kannst du den Rocket naja, der haut jetzt auch ab. Der geht jetzt durch den Wald. Die punischen Hopliten, ey, müssen echt die besten Hopliten sein, die ganz Karthago hat. Die können tatsächlich Schilde heben. Das sind, glaube ich, sogar die ersten, die das können. Boah, mir das tut weh. Diese Eigenschaft zu erforschen ist auch ein riesen Ding, ne? Boah, das war ein Alex. Sagt halt. Aber er hat nur 9 Einheiten bei dir gekillt. Das Doofe ist, dass der tatsächlich. Manchmal schaffen die Alex-Spieler das so super easy wieder rauszukommen. Also, wenn ich das versuche. Ich schaff das nie so. Nee, never. Never. Also, dann ist bei mir immer die halbe Einheit tot. Ja. Auch wenn ich von hinten charge und dann versuche wieder rauszurennen. Richtig, oder so, ja. Ne? Kannst du machen, was du willst. Bei mir bleibt auch immer so gefühlt die Hälfte hängen. Da muss irgendwie so ein Trick vorherrschen, aber wenn das ein Trick ist, dann ist es halt auch ein bisschen so ein Gameplay-Fehler, dass das nicht von alleine irgendwie passiert, ne? Ich weiß ja, dass viele Pro-Gamer so die Spielfehler des Spiels so ein bisschen umgehen. Zum Beispiel, wenn du als Germanicus, wenn der Gegner sich so als Hoplit von dir zurückbewegt, ne? Du kennst ja diesen Move. Dann passiert es manchmal, dass du als Germanicus deine Vengeance verlierst, weil du aus dem Nahkampf rausgerätst. Und ich weiß, dass die Pro-Gamer die ganze Zeit hinter die gegnerische Einheit klicken, um dann einfach immer wieder schneller ranzulaufen, statt zu hoffen, dass die eigene Einheit dran bleibt, weil das schafft die in der Regel. Tja. So, und jetzt, Tappa, lösch dich bitte. Also wir können raus, oder? Eigentlich können wir raus. Der Drops ist gelutscht. Jetzt ja, wobei, also so lange dauert das jetzt noch. Ja, stimmt. Jetzt wastet er sich hier noch an diesen Gepanzerten, oder was sind das? Ja, Gepanzerte. Aber was mich eben halt wundert, ist, dass du für das Buffen von anderen Leuten so gut wie kaum Punkte kriegst. Du kriegst nur was da, wo du Moral hochsetzt. Und auch nur dann, wenn die Moral deiner Verbündeten schon unter dem Normalwert ist und sie dann wieder hochpusht. Für das bekommst du Punkte. Ein sehr, sehr interessantes und fragwürdiges System. Boah, da hat jetzt echt noch Einfällungen gebaut. 41%. Wenn man zu viel Holz hat, ne? Lol, der rennt tatsächlich rein, oder was? Ja. Er löscht sich jetzt wirklich, also wie du es gesagt hast. Wobei ich mir jetzt die Frage stelle, ob es. Ne, der hat das nicht absichtlich gemacht, der hat das nicht bemerkt. I kid you not. Er hat die Fehler auch relativ schlau in die Leichen gestellt, aber das ist nicht so ganz so gut. Au, das tat weh. Ja, dafür gibt's den MVP-Punktestatus. Arminius OP. Schön, dann würde ich sagen, beenden wir den Part an dieser Stelle und sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin sage ich, macht's gut und pax vobiscum valete.